Hallo liebe User von motorsportmagazin.com. Die Sommerpause ist vorüber. Ich bin hier in Brünn. Der erste Tag hier ist vorüber, der Donnerstag. Und die Sommerpause ist vorüber und die Länge dieser Sommerpause war heute eines der großen Gesprächsthemen. Vor allem die Fahrer, viele Fahrer haben sich beschwert, dass die Sommerpause im Endeffekt einfach viel zu kurz war für sie. Es waren dieses Mal nur ein bisschen mehr als 2 Wochen eigentlich, also deutlich kürzer als in den vergangenen Jahren. Da hatten wir oft ungefähr einen Monat. Und die Fahrer haben gesagt, bei dieser Intensität, bei dieser Länge einer Saison ist es eindeutig zu wenig. Also man hat eigentlich kaum Zeit, sich wirklich mal zu entspannen, weil man muss ja dann auch schon wieder ein paar Tage, bevor das nächste Rennwochenende, in dem Fall eben hier dieses in Brünn ansteht, schon wieder voll in das Training zurückkehren. Und somit bleiben vielleicht mal 5 oder 6 Tage, in denen man sich wirklich entspannen kann. Und da sind sich die Fahrer einig, das ist einfach viel zu wenig. Stellt sich natürlich die Frage, es werden immer mehr Rennen, 19 sind es in diesem Jahr, mehr als jemals zuvor. Wie soll man das Ganze unterbringen dann? Es gibt gewisse natürliche Grenzen. Das Saisonfinale, solange es in Valencia ist, wird nicht mehr viel weiter nach hinten zu schieben sein. Wir sind jetzt schon am 3. Novemberwochenende, da ist dann auch irgendwann mal Schicht im Schacht. Der Saisonbeginn nach vorne zu verlegen, ist auch relativ schwierig, weil eben die Teams und die Hersteller vor allem im Winter eben auch ihre Zeit brauchen, um die Motorräder zu entwickeln. Man muss 2 Testfahrten unterbringen. Ein Test wurde ja schon gestrichen jetzt für die kommende Saison. Es wird also alles sehr eng. Aleix Espargaró hatte eine ganz interessante Idee. Der meinte, ihm wäre es egal, wenn man vor der Sommerpause zum Beispiel 3 oder 4 Europarennen an aufeinanderfolgenden Wochenenden fährt. Das wäre für ihn kein Problem. Er sagt, 2 Tage zu Hause Rennen fahren, 2 Tage zu Hause Rennen fahren. Das ist für ihn absolut okay. Aber es muss irgendwann mal Zeit sein, eine längere Zeit sein, in der man runterkommen kann, in der man sich entspannen kann, wo sich der Körper erholen kann. Das wäre sein Plan. Andere Fahrer wünschen sich überhaupt einen früheren Saisonstart. Jorge Lorenzo zum Beispiel hat gemeint, Phillip Island könnte man locker noch vorne dran rein, quasi im Februar oder im März. Es gibt da unterschiedlichste Varianten. Einig ist man sich eigentlich nur, die Sommerpause ist zu kurz. Es wurde anscheinend auch schon in der Safety Commission oder auch eben mit Camilo Espeleta, mit dem Dorner Geschäftsführer und seinem Sohn, der auch mittlerweile in einer tragenden Rolle involviert ist, gesprochen. Und die verstehen auch die Anliegen der Fahrer, stimmen da auch zu. Und man wird wahrscheinlich in der nächsten Saison wieder versuchen, eine längere Sommerpause zu machen, sodass die Fahrer dann auch eben über das gesamte Jahr Top-Leistungen bringen können, weil sie eben in einem körperlichen Top-Zustand sind. Hier geht es jetzt auf jeden Fall in Brünn weiter nach der Sommerpause. Ein spannendes Rennwochenende wartet auf uns. Wie so oft in dieser Saison weiß man nicht genau, was man erwarten soll. Die Ducatis könnten stark sein, die Yamahas könnten stark sein, Marc Marquez wird sicher stark sein. Es bleibt spannend. Einen deutschen Fahrer haben wir auch am Start, Stefan Pradl mit der Wildcard. Ihr erfahrt natürlich alle News, alle Ergebnisse, alle Fotos von hier aus Brünn auf motorsportmagazin.com. Ich melde mich spätestens am Sonntag wieder mit einem Videoblog. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und viel Spaß. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.